3, 2, 1, genau. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Clever TV. Und wir können Ihnen ein Geheimnis verraten. Wir sind in Einring, das ist ja im tiefsten Bayern. Und ja, hier ist heute Clever Händlertagung. Und soll ich Ihnen was sagen? Der Herr Schneider heute an der Kamera. Hi. Und ich, wir haben uns schon mal in den geheimen Bereich vorgewagt. Und im Moment ist also Pressekonferenz. Und wir haben gesagt, wir machen ein kleines Video, einen kleinen Rundumschlag schon mal, um zu gucken, was sich denn alles so getan hat. Und ich darf Ihnen versprechen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Clever erfindet sich im Modelljahr 2024 neu. Die bewährten Dinge, die Clever seit vielen, vielen Jahren auszeichnet, werden mit dem Modelljahr 2024 neu interpretiert. Und wir fangen jetzt hier mal an mit einem unserer Bestseller. Hier haben wir unseren Clever Tour 540. Und Christian ist ja an der Kamera und filmt schon mal hier unseren neuen Kühlschrank. Noch größer vom Volumen. Wir gucken mal, ich glaube, wir haben jetzt... Ich werde das gleich noch mal genau sagen, aber ich glaube, wir haben 90 Liter. Ah, wir müssen Schnelldurchgang machen. Hier ist schon, weißt du? Schnelldurchgang. Ja, ja, wichtig dafür. Also, was zeichnet das Modelljahr 2024 aus? Nämlich das vollkommene Innendesign. Wir sind jetzt sozusagen Designmarke, ne? Also Clever Design könnte man schon sagen, weil also das neue Innenraumdesign, ich übernehme mal die Kamera, so können wir uns hier mal anschauen. Ist also ganz stylisch gehalten mit wunderschönen Rundungen. Also so die Generation, ja, 50 Jahre alt oder so. Colani hat hier jetzt, also man könnte schon meinen, so ein bisschen Colani-Design hier. Also wirklich sehr, sehr schön. Wir haben hier in diesem Fahrzeug wieder Tindari. Und was also auch neu verbaut ist, sind die neuen Premium-Knöpfe unserer Staufächer. Die neuen Premium-Verschlüsse. So, ich drücke auch hier mal drauf. Und was soll ich Ihnen sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Ab dem Modelljahr 2024 geht der Urlaub für Sie schon los, wenn Sie die Schublade zumachen. Sie haben gesehen, wir haben eine Zuziehautomatik jetzt hier bei den Schubladen im Serien. Wir haben nicht nur eine Zuziehhilfe in der Türe, sondern auch in den Schubladen. Und da merkt man also, dass Clever einen ganz anderen Anspruch nochmal jetzt an die Designmerkmale und an den Komfort des Fahrzeugs legt. Der Christian übernimmt nochmal die Kamera und wir können es hier schon mal so ein bisschen sehen. Da hinten im Badezimmer, da verstecken sich zwei Elementscharniere. Das sind da hinten, das ist jetzt noch ein Prototyp, ne? Deswegen noch nicht alles so 100%. Aber das Prinzip ist zu erkennen. Ich weiß nicht, Christian, kriegst du das drauf? Ich versuche. Ich senke jetzt mal das Waschbecken ab in die untere Position. Ja, das ist egal. Komm, hast du das drauf? Nein, komm mal, du bist ja im Weg. Ach so. Aber jetzt, das können so, wir jetzt. Und jetzt machen wir so. Zack, wir haben also den Prototyp schon auf der Messe im letzten Jahr gehabt. Und zwar ist es also so, dass wir jetzt hier einen Ansatz von Vario-Badezimmer haben, wo eben nachts ein Teil des Duschbereiches mit in den Schlafbereich integriert wird. Und wir können es hier zeigen. Es entsteht also hier jetzt durch diese Funktion dieser Stauraum. Man kann dann noch ein Brett rausziehen, das ist hier. Das wackelt auch schon so ein bisschen, da kann ich jetzt aber von da aus nicht. Und dann legt man das Kissen einfach hier ein. Okay, super, super, super. Und ich würde sagen, da sind wir also auf jeden Fall bei geschätzten 1,40 Meter Bettbreite mal 1,93 Meter Tiefe. Und das ist schon enorm. Bei einem 540er Fahrzeug kann man wahrscheinlich sogar als Weltneuheit kann man sagen, dass man ein Vario-Badezimmer mit einem Vario-Schlafbereich kombiniert. Ja, gehen wir zum nächsten Auto, oder, Christian? Ja, wir müssen versuchen, so viel wie möglich. Ja, so viel wie möglich, genau. Wir gehen mal weiter. Wir haben hier jetzt die Version 6,36 Meter. Das erkennen wir ja schon an den Begrenzungsleuchten. Und hier auch mal unser neuer Design-Küchenblock. Wenn also, Christian, da musst du dich mal da auf den Fahrersitz setzen. So. Also, wenn also kein
stirnseitiger Kühlschrank gewählt wird, haben wir jetzt hier unseren neuen Design-Küchenblock, der eben als Multifunktionsblock natürlich ausgerüstet ist mit Stauraum. Und auch hier ist es also so, wie ich schon sagte, der Urlaub ist schon in dem Moment, wo sie die Schublade zumachen, in vollem Gange. Also Schubladen mit Vollauszug in massiver Bauweise, wie immer 15 mm Pappelsperrholz neunfach verleimt. Aber auch hier sehen Sie diese Fortführung der Rundung, die ja hier zu erkennen ist und durch diesen Abknick hier in der oberen Dachlinienführung so eine gewisse Dynamik des Designs entsteht. Wir haben also, das sind ja alles Prototypen, es ist auch möglich, dass hier noch ein zusätzlicher Konturstreifen untergebracht wird, vielleicht sehen wir den gleich noch. Und es wird also zwei Varianten geben, einmal die Variante mit dem Kühlschrankelement als Raumteiler zum Schlafzimmer und beim Celebration wird es dann noch die Variante mit der offenen Sichtachse geben, wo dann auch die obere Linienführung der Oberschränke fortlaufend ist. Ja, was auch neu ist, ist also unser Sitzbezugdesign. Wir haben jetzt hier, erstmal sind alles Prototypen, hier so eine Leder-Alcantara oder Mikrofaser-Kombination. Und hier sehen wir aber auch schon wieder eine Neuheit, nämlich wir haben also den Stauschrank. Auch als Schrank. Unter der Sitzbank eben jetzt in dieser Schubladenversion, sodass die Zugänglichkeit eben noch mehr gewährleistet ist. Ja, hast du das hier oben auch nochmal gefilmt, wie schön das hier alles läuft? Die halt nochmal auf den Seriensitzen hier. Genau, das sind, nee, das sind nicht die Seriensitze. Das sind nicht die Seriensitze? Nee, das ist schon ein Aufpreissitz. Ah, okay. Aber der Seriensitz ist auch schön. Ach, ja, entschuldige, guck mal, war ich bin die Schuld. Ja. So, ganz dann klar. Haben wir eben hier diese wunderschöne Designlinie und die Schränke. Wir wissen gar nicht, ob das auf dem Video jetzt so ein bisschen zu Ihnen durchdringt. Die sind also so ein bisschen leicht angeschrägt. Und dadurch ist es eben so, dass das Stauvolumen im oberen Bereich, dadurch, dass es mehr in den Innenraum reinragt, noch tiefer ist. Und hier ist es sogar so, dass das Design, welches wir hier haben, integriert worden ist in die Funktionalität, sodass wir also hier sogar auch noch einen wunderschönen kleinen Ablagebereich haben. Auch wieder die bewährte Dämpferlösung, sehr, sehr schön. Und hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen Sie mal zu mir. Hier ist also auch schon ein erster Eindruck von einer möglichen Badezimmer-Variante. Wir sind also da jetzt noch nicht ganz gebrieft oder sicher, ob es jetzt diese Version werden wird oder noch eine andere. Auf jeden Fall wird es so sein, dass unter dem Bereich hier ein Stauschrank entstanden ist und damit auch während des Duschens die Toilettenrolle eben geschützt ist vor entsprechendem Wasser, ist die dann praktisch hier integriert. Sehr schön gemacht. Ja, so Kleinigkeiten, die echt Freude bereiten. Das ist wirklich sehr schön. Und was man auch sagen muss, ist, durch die serienmäßige Lamellentüre ist ja auch das Badezimmer vielleicht hier und da schon mal sozusagen tagsüber in den Wohnbereich integriert. Und wenn man alles so schön in so einem Schränkchen verstauen kann, dann ist das natürlich auch optisch noch ansprechender. Also ich finde es nach wie vor sehr schön. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Spaß war oder ob es dann jetzt wirklich das Ernst ist von Clever, dass dieser Ablagebereich hier oben in Schwarz weiterhin gebaut wird. Aber wirklich doch, jetzt bin ich ehrlich, ich bin doch gut passend zu dem Becken, wenn das ja, so wenn es so kommen sollte, wenn es so kommen sollte, ist es wirklich schön. Hier oben dann nochmal die bewährten Hygieneschränke für jeden, der eben hier sich Urlaubsträume erfüllt. So, jetzt gehen wir mal schnell zum nächsten. Also das war ja der Runner, das ist jetzt die Version Betten hoch. Wir füllen noch einmal von hinten rein. Ja. Mhm. Vor. Boah, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade Attention gehabt. So, und dann auch wenn du mal so ein bisschen von unten nach oben filmst, Christian. Ja. Hier, so, komm mal hier her. Und dann zeigst du noch mal den Zuschauerinnen und Zuschauern, wie schön das hier ist. Ich sehe gerade im Augenblick. Ja, okay, jetzt gehen wir mal tiefer, weil ich hier von hier so, dass du auch die Lampe mit drauf hast. So, gucken Sie mal hier, wie schön. Ne? Diese ganze Führung hier über die Rundung
Ne? Also wirklich hier, das meinte ich jetzt, Christian. Genau, jetzt hast du drauf. Da. Genau. Die Führung und auch diese Abschrägung, das sehen Sie hier oben Richtung Kühlschrank und dann die fortlaufende Linienführung da hinten wieder weiter. Und so Monsterschränke. Ja, das sind ja. Christian, schaut, da mal kein Maßband dabei haben. Ja, ne? Monsterschränke. Echt? Ja, Christian, man kann von unendlichen Balken sprechen. Oder? Ja, unendliche Stauraumtiefen. Ja, also wirklich ganz toll. Und hier oben auch wieder der optionale Dachventilation. Heute haben wir mit der Lena gesprochen und die hat hier auch übernachtet in der Nähe. Und die hat gesagt, die hätte ihre Dachventilation angehabt und das wäre super gewesen. Schön, oder? Guck mal, auch hier die indirekte Beleuchtung noch. Hier. Ja, das Ambiente. Das Ambiente ist also wirklich sehr schön. Blau und einmal. Ja gut, das ist ja von oben. Ja genau, von oben und von unten. Und da hinten, da sieht man dann wieder diese leichte Beugung, die wir auch in dem Küchenblock hatten und in dem Oberschrank. So, wir haben erst 11 Minuten, Christian. Ja, das ist aber ganz gut. Ja, wir machen schnell durch. Ja, ja, weil die laufen hier alle rum. Ja, wir müssen aufpassen. Und wir haben 40 Grad, glaube ich. Gefühlt. Immer gefühlt. 29 im Schatten. Ja. So, hier haben wir jetzt mal sozusagen die Woody-Version. Ne? Also die hier, Woody, ich glaube ja, aber auch nur einfach mal, um bei den Händlern abzuchecken, wie kommt das denn an? Also hier die Oberschränke in Holz pur, ohne diese weißen Applikationen. Also mal sozusagen so eine, ja, die Woody-Version. was natürlich ganz klar ist, durch diese gleiche Holzfarbe wie des Möbelbaus ist natürlich dieses Design, kommt es hier nicht ganz so, steht nicht ganz so im Vordergrund, sage ich mal. Ne? Ist etwas ein bisschen zurückhaltender. Hat natürlich auch eine gewisse Form von Gemütlichkeit, muss ich sagen. Vom Design sind sie sowieso schön. Auch hier kann der Christian noch mal filmen, hatten wir eben nur kurz drüber gesprochen. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, es geht jetzt darum, die Formsprachen innerhalb einer Designlinie zu übergeben. Ja, und wir haben ja hier einmal diese etwas scharfkantigere Form und wir haben hier einmal die etwas rundere Variante. Und an dieser Stelle, gucken Sie mal hier, jetzt kommt die Presse, hast du halt hier drauf, hier unten musst du filmen. An dieser Stelle hier wird eckig an rund übergeben. Ja. Und da so, ne? Also, ich glaube, eine schöne Sache. Vario-Kids hier mit Etagenbett hinten. Die tollen Oberschränke. Die kommen auch mit der Kamera jetzt. Ja, wir müssen jetzt gucken. So, und hier, das könnten die. Guck mal, der Christian. Ne? Das könnten die. Die sind aufgeregt hier. Die laufen ja alle rum. Und wir dürfen eigentlich nicht hier sein. Ja. Aber die billigen das gerade. Aber wir wollen natürlich. Wir wollen das nicht ausreizen, aber wir gucken noch einen Moment. So, aber hier, Christian, die Sitzbezüge. Ne? Ja. Also das ist also. Das war, wo ich eben gedacht hatte, die anderen. Ja. Nee, also das ist Brille. Jetzt die Variante des geplanten Seriensitzbezuges. Ja, also das ist natürlich auch mal etwas anders wie das beigebraun. Ja. Ist dann mehr so grauschwarz. Ja, passt auch eben, in alles einpacken. Passt eben sehr schön, weil wir ja auch bei diesem Fahrzeug wieder die zwei Linienführungen in Grey oder in Black haben. So, Twin Tower ist auch, guck mal hier, das können wir nochmal, das ist vielleicht die alternative Variante des Waschbeckens. Da ist dann die Frage, wer auch schön, ne? Auch schön, ne? Ist eine, ja, passt auch. Also entweder so oder anders. Ja. So, und ganz zum Schluss kann ich Ihnen jetzt noch was sagen. Wir müssen nämlich jetzt raus, sonst kriegen wir echt Stress hier. Also, wir haben ja jetzt ein 10-jähriges Jubiläum von Clever, das war ja 2012 bis 2022. 2023 war dann Übergangsjahr. Und jetzt als Hommage an die ersten Fahrzeuge haben wir wieder unsere wunderschöne runde Deckenleuchte in Dezent. Einmal hier und einmal hier. Mein Clever Runner ist von 2016 und meine Frau und ich haben fantastische Urlaube schon damit verbracht. Ja. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir die Deckenlampen anmachen.
Jo, also in diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es war schön mit Ihnen. Ja. Und wir haben so halb illegal gefilmt hier für Sie und sagen einfach mal bis demnächst bei Clever TV. Und nur für die, die es noch nicht wissen, wir sind in Schwelm, Nordstraße 19. Und wenn Sie unsere Website besuchen wollen, geht das so: www.clever-reisemobile.com. Und den Herrn Schneider, den erreichen Sie mobil über die 02336479165. Da gehe ich auch an den Apparat. Oder auch der Kollege Jonsen. Vielen Dank und eine gute Zeit. Bis dahin. Dann. Ciao. Tschüss.